Jede Gesellschaft braucht einen Zusammenhalt. Und Zusammenhalt ist nicht möglich durch schöne Sonntagsreden, die eine mehr pfäffisch als die andere. Unser Bundespräsident ist da sozusagen der Oberpfarrer unserer Nation, aber interkonfessionell versteht sich. Das bringt es nicht, aber eine Gesellschaft wird zusammengehalten durch gemeinsame Erlebnisse der völlig unterschiedlichen Milieus. Und die unterschiedlichen Milieus im Alltag zusammenzuführen, das kann man vor allem durch eine allgemeine Dienstpflicht, also der eine Bereich im Bereich des Militärs, aber dann auch in der Gesundheitspflege, in der Altenpflege. Da kommen Menschen aus völlig unterschiedlichen Subkulturen zusammen, die zunächst einmal sich völlig fremd sind und kaum miteinander sprechen können. Aber es entsteht dann durch diese funktional notwendige Zusammenarbeit ein Gemeinschaftsgefühl und erst recht hinterher, wenn man also im Alltag sagt, es ist alles ganz furchtbar und mit diesen Menschen will ich gar nichts zu tun haben. Aber hinterher sagt man, oha, ich habe da was gelernt. Ich habe das beispielsweise, nicht, dass ich jetzt sagen würde, Militär wäre Schule der Nation. Ich war 3 Jahre im israelischen Militär. Da war ich auch mit Leuten zusammen, mit denen ich sonst eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Aber die Erfahrung gemacht zu haben, wie kannst du überhaupt mit diesen Leuten kommunizieren, gibt es trotzdem eine Gemeinschaft, wenn ihr nämlich im selben Dreck steckt. Ja, dann gibt es die. Das heißt, sie brauchen, neudeutsch formuliert, nicht nur ein gemeinsames Narrativ, sondern sie brauchen gemeinsame Erlebnisse.